Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Davitron-Webinar Oxygen 5.3. Wir wollen Ihnen heute die neuesten Features aus unserer Software vorstellen. Ich habe dazu meine Kollegin, die Verena, mit dabei. Guten Morgen, Verena. Hallo. Ja, hallo, morgen. noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben Unterlagen bereitgestellt zum Download. Die finden Sie im Download-Portal vom Webinar-Tool. Es gibt ein Fragetool, wo Sie uns gerne Fragen stellen können, die wir dann im Anschluss beantworten werden. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, die vielleicht später auftreten, senden Sie uns gerne eine E-Mail, uns persönlich oder auch gerne einfach als Antwort auf die Webinareinladung. Und da werden wir uns dann entsprechend auch zurückmelden. Ja, ich denke, steigen wir gleich ein. Verena kommt frisch aus der Entwicklung und hat uns viele neue, tolle Features mitgebracht. Und ja, wir haben im letzten Release Sound Level vorgestellt, 5.2, und das haben wir jetzt noch ein bisschen erweitert mit dem Thema CBB-Spektrum. Erklär uns doch, was das ist und wozu es gut ist. Also, wie eben im letzten Oxygen-Webinar schon angekündigt, ist das CBB-Spektrum eine funktionelle Erweiterung für das Sound-Level-Paket. So wechsle ich kurz den Screen in Oxygen. Eben mit dem CBB-Spektrum kann eine Constant Percentage Bandwidth-Analyse durchgeführt werden, wird vor allem in Sound- und Vibrationsapplikationen verwendet, und dabei können Signale jetzt eben nicht nur im Spektralbereich als FFD, sondern auch in Oktavauflösung dargestellt und analysiert werden. Dazu öffne ich die Kanalliste, wähle hier mein Mikrofon aus, das ich angeschlossen habe, klicke auf Plus und wähle hier Constant Percentage Bandwidth Analyse. Dabei kann man eben verschiedene Einstellungen einstellen. Darauf gehe ich jetzt nicht so genau ein, nur vielleicht zum Erwähnen, dass man eben die Oktav, die Derz-Oktav oder Zwölftel-Oktav-Auflösung nach EN61260 auswählen kann. Verschiedene FFD-Einstellungen gibt es auch. Es gibt ein Amplituden- und ein Dezibel-Spektrum mit Referenzwert und von Pegel, der eingestellt werden kann. Gut, füge ich hinzu. Hier sieht man nochmal die ganzen Einstellungen. Und dann komme ich wieder zurück auf den Messbildschirm, zu zeigen, was ich hier alles berechne. Und zwar wird fürs CBB-Spektrum wurde ein neues Instrument hinzugefügt. Das ist das Array Chart Instrument, welches sich gleich öffnet, wenn ich das CBB-Spektrum hier rausziehe. Oder kann natürlich auch das Array Chart Instrument hier in der Instrumentenliste finden und das Instrument einfach auf den Bildschirm ziehen und das CBB-Spektrum zuweisen. Gut, also zum einen wird eben das zeitlich verändernde CBB-Spektrum berechnet, zum anderen hier unten das CBB-Spektrum gemittelt über die gesamte Messdauer, also wird eben bei Messstarten zurückgesetzt. Dann gibt es hier noch die energetische Summe, die berechnet wird über die gesamten Bins zeitlich ändernd, und die energetische Summe der gesamten Bins gemittelt über die gesamte Messdauer. Ist also ein einziger Wert am Ende der Messung, der dann dargestellt wird. Genau, also das sind die Kanäle, die dann da rauskommen. Okay, prima. Tolles neues Feature für akustische Analysen, und wo wir noch einmal bei Akustik sind. Gibt es ja noch zwei Neuerungen. Zum einen ist es natürlich schön, mal ein Geräusch wieder zu hören, und zum anderen das Ganze vielleicht auch mal zu exportieren. Wie schaut denn das aus? Genau, also in Oxygen gibt es nun auch die Möglichkeit, ein Geräusch aufzunehmen bzw. wieder abspielen zu lassen. Dabei wird eben das Signal direkt an die Soundkarte weitergeleitet und ausgegeben. Dabei kann eben der Audio Player verwendet werden, ist auch ein neues Instrument, was dazugekommen ist. Es gibt hier dann verschiedene Einstellmöglichkeiten, also pro Instrument können zwei Kanäle verwendet werden. Ich habe es hier nur stumm geschaltet, sonst höre ich mich mit dem Mikrofon immer selbst. Kann eben das Volumen kann eingestellt werden, rechts, links, Ausrichtung, und wenn man es einschaltet, durch das Reden eben, sieht man hier noch das Levelmeter, das sich hier bewegt. Also vor allem für Online-Messungen sehr praktisch, eine
Rückmeldung zu kriegen. Genau, also das Exportieren funktioniert dann auch. Es ist ein neues Exportformat dazugekommen, der Wave-Export. Dazu habe ich hier die Stimmgabel, die ich kurz anschlage und es aufzeichne. Okay, also hier hat man schon sehr schön das Signal gesehen. Dazu öffne ich nun das aufgezeichnete Datenfile. Genau, also hier sieht man das nur sehr schön. Könnte man nun auch wieder abspielen, nur dass Sie das jetzt nicht hören, weil ich ja die Kopfhörer auf habe. Ich kann mir das, also wenn ich nun das Exportmenü hier öffne, kann ich hier einfach mein Mikrofon auswählen, das Signal. Hier oben wähle ich dann Wave Export. Es gibt noch zwei verschiedene Formate, die eingestellt werden können, also Float oder PCM. Float ist ein 32-Bit Floating Point Format und PCM 16-Bit Integer Format. Exportiere das hier einfach und habe nun eine Wave-Datei exportiert. Zum Veranschaulichen habe ich hier noch ein kleines Programm, wo man Wave-Daten darstellen kann. Dazu ziehe ich das hier rein. Und man sieht hier dann schon, dass es eben hier das gleiche Signal ist, das ich exportiert habe, also mit den drei Anschlägen. Genau. Wie hier. Okay, sehr schön. Dann gibt es ja noch ein weiteres Exportformat, was dazugekommen ist. Das wollen wir vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, auch wenn man da jetzt im Prinzip außer die Einstellung dazu nicht allzu viel zeigen kann. Ja, RPC3 ist auch mit dazugekommen, was gerade in der Betriebsfestigkeit sehr stark verbreitet ist. Verena, es gibt eine Frage zum Thema Akustik. Ich denke, die ziehen wir vielleicht gleich vor, weil sie einfach zum Thema passt. Mhm. Da fragt hier ein Kunde, ob mit der Spektrumanalyse auch eine Frequenz isoliert und als Trigger genutzt werden kann. Hintergrund ist das Testen von ADAS-Funktionen. Also ich glaube, mich erinnern zu können, das zu kennen, und da geht es darum, dass man den Gong, der mit dem Kombi-Instrument kommt, dass man den im Prinzip detektieren kann und ja, wenn der kommt, sozusagen einen Trigger auslösen kann. Es gibt die Möglichkeit, beim CB-Spektrum zum Beispiel einzelne Bins zu extrahieren in den Zeitbereich. Das kann man hier einfach, also es ist die aufgezeichnete Messung, aber das kann hier einfach hier eingestellt werden. Also der Button kann einfach umgeschaltet werden, dann kann man das Bin angeben, das extrahiert werden will, also soll. Somit können einzelne Bins in den Zeitbereich extrahiert werden. Es kann dann auch eben auf diesem Kanal zeitlich dann getriggert werden. Das kann auch bei FFT oder also je nachdem, wie der Trigger dann funktionieren soll, also ist so möglich. Okay, ich denke, wir würden uns dann im Anschluss nochmal bei dem Kunden melden und das vielleicht mal gegebenenfalls auszuprobieren. Okay. Genau. Gut, vielen Dank. Dann hätte ich gesagt, machen wir weiter. Das nächste Thema ist das FFT-Instrument. Das gibt es ja auch schon eine ganze Weile, aber dort hat sich auch was verändert, beziehungsweise ist was hinzugekommen. Das ist vor allem auf dem Kundenwunsch hin passiert. Und zwar geht es da um Referenzkurven im Frequenzbereich. Genau. Also ich habe hier mein FFT-Instrument, wo ich mein Stimmgabelsignal angelegt habe. Also sieht man, schwingt bei 440 Hertz. Da gibt es eben jetzt die Möglichkeit, wenn ich die Instrumenteneinstellung öffne, habe ich die Möglichkeit, zwei Referenzkurven zu definieren. Also eine gelbe und eine rote Referenzkurve für ein visuelles Feedback. Dazu kann ich ganz einfach hier auf Edit klicken und mir die einzelnen Punkte einfach so definieren. Zum Beispiel bei 0 Hertz. Also verschiedene Punkte so definieren. Und man sieht dann im Hintergrund bereits, wie sich die Kurve bildet. Ich kann aber auch ganz einfach, wenn ich zum Beispiel in Excel bereits eine vordefinierte Tabelle habe, diese hier kopieren und hier einfach einfügen. Und dann sieht man schon, habe ich eine vorgefertigte Referenzkurve. Das gleiche kann ich natürlich auch
umgekehrt machen. Wenn ich hier meine Referenzgruppe definiere, kann ich die hier auch kopieren und in mein Excel einfügen, damit ich die vielleicht für eine andere Messung, für ein anderes Setup wieder verwenden kann. Das gleiche mache ich jetzt mit der roten Referenzkurve. Also jetzt habe ich hier eine Liste und füge die hier einfach ein. Moment, einfach kopieren, einfügen, genau. Jetzt habe ich hier zwei Referenzkurven definiert. Und wenn das Signal nun die Referenzkurve überschreitet, ändert sich der Hintergrund dementsprechend farblich. Das probiere ich jetzt so anzuschlagen, damit jetzt die gelbe Referenzkurve überschritten wird. Genau, also der Hintergrund ändert sich farblich, und wenn ich jetzt fester anschlage, überschreitet es dann auch die rote Referenzkurve und der Hintergrund ändert sich rot, dann gelblich und dann wieder zurück zum normalen Hintergrund. Okay, prima. Ich hoffe, du hast jetzt keine Löcher am Tisch. Nein. Von der Stimmgabe. Okay, nee, Ja. also auch das denke ich ein sehr, sehr cooles Feature, was vor allem ein visuelles Feedback gibt, ob ja, bestimmte Bereiche im Frequenzbereich überschritten werden oder eben auch nicht. Genau, dann ist eine neue Schnittstelle in die Software gekommen, die vermutlich im deutschsprachigen Bereich eher weniger relevant ist, aber wir wollen sie trotzdem ganz kurz erwähnen. Vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen. Genau, ist eigentlich gehört zu den größeren Features, die dazugekommen ist, aber eben, wie du bereits gesagt hast, vor allem für die USA und Asien interessant. Und zwar handelt es sich um ARINC 429, und das ist ein Muss für die Kommunikation vor allem im zivilen Luftfahrt, in der zivilen Luftfahrt, also in Flugzeugen. Dabei ist es nun möglich, ARINC 429 Signale zu dekodieren und zu visualisieren in Oxygen. Wir verwenden dabei Dritthardware von AltaDT, die bereits dann verbaut ist. Und es gibt auch eine interne Datenbank, die einfach mitgeliefert ist. Die ist einfach in Oxygen dann verfügbar, ohne dass weitere Installationen durchgeführt werden müssen. Wobei eben dann die sogenannten Equipment-IDs und Labels einfach dekodiert und visualisiert werden können. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eine eigene Datenbank zu laden und die eigenen Equipment-IDs und Labels zu verwenden. Genau, und hier, das schaut ungefähr dann so aus. Hier dann Okay, die prima. Liste mit den dekodierten Signalen. Okay, also für mich nochmal zum Verständnis, im Prinzip ist es das, was im Fahrzeug der Kennbus ist, Genau. das Bussystem sozusagen in der zivilen Luftfahrt im Flugzeug. Genau. Okay, also wenn einer unserer Automotive-Kunden sich in Richtung Luftfahrt entwickeln will, das geht dann auch mit Oxygen. Genau. Okay, Das vielen wäre mal Dank. richtig zum Also. Anfangen. Genau. Ja, dann hat sich beim Digitalinstrument was weiterentwickelt. Das ist im Prinzip seit Anfang an in der Oxygen drin. Zeig uns doch da mal einfach die Unterschiede von dem alten Instrument zum neuen. Und zwar habe ich hier, also hier sieht man eben, wie das alte Instrument ausgeschaut hat, hier das neue, und es gibt auch ein kleines Video, das ich hier einblende. Und zwar, was am Anfang schon auffällt, ist, dass die Zahlengröße, also ändert sich nicht mehr. Die Zahlengröße bleibt jetzt immer gleich, egal welchen Wert es annimmt. Früher hat sich das hier dementsprechend, was angenommen wird, wird es hier, wie man eben sieht, größer und kleiner. Und hier bleibt es eben gleich. Und zwar kann man das hier in den Instrumenteneigenschaften einstellen mit den Minimum Digits, also eine minimale Ziffernanzahl, die einfach gewählt werden kann. Zudem auch dass man es besser sieht, ist das Instrument oder die Farbe der Ziffern jetzt immer weiß bei dunklem Hintergrund und automatisch schwarz bei weißem Hintergrund. Sieht man hier oben schon, also der Kanalname wird hier oben mit der Farbe abgebildet. Der Wert, oder der dargestellte Wert, ob das der RMS-Wert, Average oder was auch immer ist, wird schon unten dargestellt, was dargestellt wird. Und zudem gibt es hier auch eine wesentliche Verbesserung, und zwar kann hier die Einheit automatisch gewählt werden bei dieser Checkbox hier. Wenn man das auswählt, Select Suitable Unit,
wechselte ich automatisch eben von Volt auf Kilovolt hier und hier von Volt auf Millivolt. Einfach für eine bessere Lesbarkeit, eine bessere Übersicht. Kann natürlich hier auch abgewählt werden, dann wird das nicht gemacht, falls das jemand präferiert. Genau, das sind so eine kleine Änderung, aber doch wesentlich besser. Das stimmt sehr wohl. Da muss man vielleicht wichtig nochmal dazu zu sagen, dass es dort wirklich nur um die Anzeigewerte geht, was die Einheiten betrifft. Also das Genau. Messsignal an sich ändert sich dadurch gar nicht. Volt bleibt Volt, aber es wird halt einfach in Kilovolt oder Millivolt zum Beispiel angezeigt. Genau. Also auch weiter Mikrovolt, Megawatt, keiner, je Richtig. nachdem, welcher Kanal auch verwendet wird. Okay. Super, vielen Dank. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Zum Thema Schnittstellen, SCPI. SCPI ist ja im Standardumfang der Oxygen drin, also jeder Oxygen-Kunde kann SCPI als Schnittstelle nutzen. Und auch da hat sich was getan, da sind neue Befehle hinzuzukommen, eben um noch mehr von außen sozusagen die Oxygen steuern und bedienen zu können. Was gibt es denn da Neues? Genau. Und zwar dafür öffne ich unser SCPI oder Skippy-App. Gehe ich hier auf die Seite, dass man es auch erkennen kann. Also das Skippy-App ist auch frei verfügbar auf unserem CCC-Portal zum Download, falls es jemand interessiert. Es ist einfach nur ein Interface, wobei eben die Skippy-Signale eben an Oxygen gesendet werden können. Auch der Source Code ist verfügbar, falls jemand sich das selbst noch erweitern oder auch das GUI selbst zusammenstellen, programmieren will. Gut, also dafür verbinde ich Ganz, mich kurz mit Oxygen, ja. genau, ganz kurz würde ich vielleicht noch erwähnen, also der Source Code in dem Fall ist dann LabVIEW. Also das dient eigentlich wirklich dazu, dass man auch im LabVIEW unseren SCPI-Befehlssatz sozusagen direkt integrieren kann. Genau. Gut, okay. So, jetzt verbinde ich mich kurz mit Oxygen. Sieht man hier unten bereits Remote Connection Active. Gut. Also eine Sache, die dazugekommen ist, also ein neuer Befehl, ist das asynchrone Setup-Laden. Bedeutet, dass das Skippy-Interface nun nicht mehr blockiert, wenn ein Setup geladen wurde. Also man hat keine Rückmeldung gehabt, ob das Setup bereits geladen wurde, kann man die Messung bereits starten oder nicht. Das funktioniert jetzt. Also es gibt einen neuen Befehl, asynchrone Setup laden, wobei eben ein weiterer Befehl auch vorhanden ist, wo man den Status abfragen kann, ob das Setup bereits geladen wurde oder noch nicht oder ob es noch beim Laden ist. Und somit weiß man einfach, wann man die nächste Messung starten kann. Dann gibt es auch einen weiteren Befehl zum Abfragen des Namens des gerade geladenen Setups. Das kann ich vielleicht auch kurz zeigen. Einfach mit Setup Name. Genau, und dann kriege ich hier unten vielleicht etwas klein. Ich hoffe, Sie können etwas erkennen. Einfach den Pfad mit dem Namen des geladenen Setups zurück. Gut, für die weiteren Befehle öffne ich kurz die Kanalliste. Okay, gut. Es gibt eben drei weitere Befehle, die dazugekommen sind. Zum einen ist das Ändern der Samplerate. Also die Samplerate kann nun über Skippy geändert werden. Und auch der Bereich eines Kanals kann über Skippy geändert werden. Zudem kann auch eine Bauergruppe erstellt werden über Skippy, falls das für jemanden interessant ist. Dabei kann ich vielleicht einen der Befehle kurz herzeigen. Also zum Ändern der Samplerate muss ich mir einfach einen Kanal auswählen, da ja dann die gesamte, also Samplerate der gesamten Karte geändert wird. Somit frage ich am Anfang nun mal die Kanäle ab, beziehungsweise die Kanalnamen, damit ich auch die Identifikationsnummer der Kanäle hier kriege. Kopiere ich mir hier die Identifikationsnummer des ersten Kanals und kann mit dem Befehl Channel Prop, dann die Identifikationsnummer, will die Sample-Rate ändern, auf 200 Kilohertz,
Genau, also wenn möglich, schauen Sie hier nun auch immer auf die Sample-Rate, dann wird halt schnell geändert, ist vielleicht nicht so gut zum Erkennen. Okay, hat sich schon geändert. Also nur zum Zeigen, dass das funktioniert, kann ich vielleicht auf 5 Kilohertz auch noch schnell ändern. Genau, also somit ändert sich die Sample-Rate der gesamten Karte. Das gleiche ist eben möglich mit dem Ändern des Bereichs für einen Kanal. Also funktioniert dann ungefähr gleich mit einem anderen Befehl. Okay. Genau. Dann ja, auch das wieder eine tolle Erweiterung, um den Funktionsumfang der Oxygen und die Frischlandseinbindung immer weiter voranzutreiben. Dann hätte ich noch ein hardware-nahes Thema. Da geht es um unsere neue Multikarte, die TRION-3-Multikarte. Die hat ja bekannterweise zwei Counter-Channels parallel zu den analogen mit verdrahtet und dort war es ja einfach so, dass das Trigger-Level immer an dem Range oder fix an dem Range des Analogkanals hing. Und ja, das ist jetzt auch ein bisschen anders geworden. Genau, also wenn man jetzt hier unten bei der 28 Multikarte habe ich hier bei mir, wenn ich nur das Counter-Kanal-Menü öffne, sieht man hier eben Threshold und Retrigger. Das war eben vorher, wie du gesagt hast, auf den Bereich eingestellt. Also bei 10 Volt war es eben bei 75% von dem Bereich und bei 25% wurde das hier eingestellt. Nun kann man das eben individuell einstellen. Also zum Beispiel 8,2 Volt wähle ich meine Threshold und Retrigger Level bei 1,7 Volt haben. Also kann eben individuell eingestellt werden. Zum Beachten ist vielleicht auch, der Bereich des Counter des Kanals ist nur bei plus minus 10 Volt. Wenn ich den Bereich nun anpasse auf plus minus 30 zum Beispiel, dann wird das Level hier auch prozentuell angepasst. Also falls es immer noch bei 8 oder 7 Volt sein soll, muss man es hier nochmal ändern. Also das wird eben mit dem Bereich prozentuell angepasst, kann aber hier auch wieder individuell einfach verändert werden. Okay. Ja, vielen Dank für die Infos. Es gibt noch eine Frage zum letzten Thema, zum SCPI. Ich denke, die schauen wir uns mal ganz kurz an. Da fragt der Kunde, ob über die SCPI-Schnittstelle auch einzelne Kanäle abgeschaltet werden können. Also ganz abgeschaltet oder nur, dass sie nicht mehr gespeichert werden. Das ist vielleicht wichtig zum Erwähnen. Jedoch kann beides im Moment bei Skippy nicht gemacht werden. Trotzdem wird bei Skippy immer weitergearbeitet. Also Sie können das auch gern, also nehme das auch gern mit. Ich glaube, die Anfrage haben wir bereits einmal gehabt. Also ich nehme es gern mit und gebe es mal weiter, weil auch die ganzen Befehle, die neu dazugekommen sind, sind eben auch von Kundenanfragen gekommen und sind eben deshalb eingebaut worden. Okay, der Kunde schreibt gerade nochmal, er meint nur die Speicherung. Aber wir nehmen es mal Nur die mit, Speicherung. nur der Speicherung, genau. Also wir nehmen Okay. es mal mit und werden das einfach in die Wunschliste für SCPI-Befehle mit aufnehmen. Dann bin ich sicher, dass das in einer der nächsten Releases mit umgesetzt wird. Okay, es gibt noch ein paar kleine Veränderungen, die man jetzt im Prinzip gar nicht so als Feature groß benennen kann, aber das sind so kleine Usability-Themen. Was hat denn sich da noch getan? Genau, nochmal öffnen. Zum einen, also Sound Level kann auch offline berechnet werden, so zum Erwähnen. Dann hier oben bei der Anzeige gibt es ja immer die Overview, da wird diesem angezeigt, welche Sensoren das man angeschlossen hat. Also so kann man halt sehr schnell zu den Kanälen, die man sucht. Hier sieht man zum Beispiel im ersten Kanal habe ich hier meine Stimmgabel, wo ich eben durch mit der Sensordatenbank meine Kanaleinstellungen übernommen habe. Hier habe ich das Mikrofon angeschlossen und hier auch einen Beschleunigungssensor. Also wenn ich mein Gerät vor mir habe und ich sehe, wo meine Sensoren angeschlossen sind, finde ich die hier oben sehr schnell und kann das einfach auswählen und der entsprechende Kanal wird mir hier unten dann einfach markiert und
Ich komme eben so sehr schnell eben zu den Kanaleinstellungen und muss eben in einer langen Liste zum Beispiel nicht sehr lange suchen. Also das hat sich geändert. Zum anderen kann ich hier die Kanalbreite verändern. Also auch eine Kleinigkeit, die nun möglich ist, falls es jemand braucht und sehr langen Kanalname hat. Genau, also das sind so ein, zwei Kleinigkeiten, die sich hier in der Kanalliste getan haben. Okay, und ja, wir sind im Prinzip mit den Features soweit durch und ich denke, weil wir einfach noch ein bisschen Zeit haben, ich weiß nicht, wer von den Kunden uns dort auf unserem YouTube-Channel verfolgt. Wir veröffentlichen immer wieder so kleine Tipps und Tricks-Videos, wie man die Bedienung und die Arbeitsweise mit der OxyChain ein bisschen verbessern oder vereinfachen kann. Und ich denke, weil wir einfach noch ein paar Minuten haben, Verena, zeig uns doch einfach mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen, ja, was es da so an Tipps und Tricks gibt. Ja, also was ich gern zeigen möchte nochmal, ist das Déjà-vu, da das sehr praktisch ist, eines der Hauptfeatures eigentlich von Oxygen und vielleicht noch nicht von allen verwendet wird. Also das bedeutet einfach, dass ich während einer Aufzeichnung, wenn ich hier meine Aufzeichnung habe, und ich möchte nun während meiner Aufzeichnung einen bestimmten Bereich anschauen, aber die Aufzeichnung deswegen nicht unterbrechen. Kann ich einfach während meiner Messung den einen Rekorder hier zum Beispiel nehmen und das Signal einfach zurückschieben. Dann bin ich eben im Déjà-vu-Modus. Die Messung läuft ganz normal weiter. Also wie man hier unten beim Rekorder-Indikator sieht, auch am roten Rand. Ich kann aber eben in die Vergangenheit schauen, auch hier oben mit der Box zum entsprechenden oder zur entsprechenden Zeit hinzoomen und mir das Signal hier dann anschauen und analysieren, was auch sehr praktisch ist. Wenn ich dann eben wieder zurück will zur Aufzeichnung oder zum jetzigen Zeitpunkt, kann ich hier einfach auf diese Pfeile hier klicken und ich bin eben wieder ganz vorne dabei. Genau, also das als ein Feature, das vielleicht noch nicht von jedem verwendet wird, aber sehr praktisch sein kann. Zum Und vor anderen, allem schon sehr lange verfügbar. genau, eigentlich von Anfang an verfügbar ist. Zum anderen, die Zeitanzeige war auch mal eine Anforderung oder eine Frage, die eingekippt worden ist. Ob ich die Zeitanzeige, die wird hier unten ja sehr klein dargestellt im Moment. Wenn ich die hier größer darstellen will, kann ich mir die hier einfach hier unten, also draufklicken und rausziehen. Also der Drag and Drop im Prinzip. Sehe ich hier unten dann die Zeit und das Datum nochmal größer dargestellt und kann mir die einfach auf dem Messbildschirm dann darstellen. Wenn ich das ist dann einfach ein Textinstrument, das verwendet wird. Und zusätzlich kann ich hier auch die Messzeit bei den Systemdaten hier unten einfach auch hier raufziehen. Und dann wird mir hier auch noch die Messzeit dazu angezeigt. Zum Beispiel, damit das besser lesbar ist. Heißt, wenn ich jetzt die Messung starte, dann wird mir hier das einfach mit aufgezeichnet, wie lange die Messung eben läuft. Genau. Genau, und wenn die Messung entsprechend länger läuft, dann werden dort nicht nur Sekunden angezeigt, sondern entsprechend später dann auch Minuten, wenn man über die 60 Sekunden kommt, sodass man Genau. dort auch wieder ein bisschen eine bessere Lesbarkeit hat und nach Tagen nicht irgendwie fünfstellige Sekundenwerte stehen hat, mit dem man vielleicht gar nichts mehr anfangen kann, so richtig. Genau. Dann ein weiteres Hidden Feature oder halt Trick von Tipp, also vielleicht ein Tipp, den ich geben kann, ist für den Export. Und zwar öffne ich kurz einen Datenfall dazu. Und zwar hat man oft vielleicht sehr lange Messungen, beziehungsweise vielleicht führt man oft eine Messung durch, braucht aber nur einen bestimmten Teil der Messung vielleicht auch an einen Kollegen weiterzuschicken, damit eben die Messdatei, das Datenfall nicht zu groß ist, kann ich einfach die Messung aufmachen
Und Beispiel eben hier, also das Export-Setting, das kleine Export-Menü öffnen. Und wenn ich hier nun einen Recorder bin und ich sage, ich möchte hier eigentlich nur diesen Bereich, also wie man hier oben sieht, ich möchte nur diesen Bereich hier exportieren, der Rest interessiert mich nicht, dann kann ich hier, ist eben diese Checkbox Export Active Recorder Region. Heißt, es wird mir hier nur dieser Zeitbereich exportiert, welcher in diesem Recorder angezeigt wird. Ich kann hier dann eben das entsprechende Format auswählen und es einfach exportieren. Und Kanäle auswählen natürlich und es dann einfach exportieren. Weiters kann ich hier auch die Cursor aktivieren und sagen zum Beispiel, ich will nur einen sehr kleinen Ausschnitt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich kann es auch etwas größer machen. Also hier zum Beispiel zwischen den Cursoren, ich will nur diesen Bereich exportieren, weil man es vielleicht genauer eingrenzen kann als mit dem Recorder. Dann ändert sich das hier oben Export between Cursors. Also es wird dann wirklich nur der Bereich zwischen diesen Cursoren exportiert. Auch sehr praktisch zum Wissen, was vielleicht auch nicht jeder wusste bis jetzt. Genau, wichtig dazu ist vielleicht noch, dass man eben da auch wieder in das Devetron eigene Format exportieren kann, in das DMD Genau. und seinem Mitarbeiter, Kunden, Kollegen auch die Oxygen durchaus weitergeben kann, weil die eben für Analysezwecke kostenfrei ist und man damit im Prinzip auch die gekürzten Dateien sozusagen auch im DMD-Format an weitere Personen übergeben kann, weil eben die Oxygen lizenzfrei ist für Analysegeschichten. Genau. Gut, das wären einige Tipps, die ich eben hier noch geben kann. Okay. Es sind noch zwei Fragen gekommen, die wir uns vielleicht noch ganz kurz anschauen können. Und zwar gibt es inzwischen eine Überarbeitung des Scope-Instruments. Bisher ist ja möglich, Trigger-Level festzulegen, aber die Frage bezieht sich darauf, ob man den Trigger-Zeitpunkt auf der Zeitachse auch noch verschieben kann. Ich glaube, das geht noch nicht. Genau, das geht noch nicht. Kann ich aber auch gern mitnehmen Ich und habe das auch zum ersten Mal einwerfen. gehört, aber ja, nehmen wir sicher gern mit, können wir gern mal mit einspeisen. Genau. Genau, und dann gibt es noch eine Frage, sind in der kompakten Anzeige lange Dateien, lange Kanalnamen vollständig dargestellt? Gerade bei der Konfiguration von Panels und Displays. Also ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was damit gemeint ist, aber Die Kanalnamen wären, kompakte glaube ich. Anzeige, also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das kleine Menü, also das kleine Kanallistenmenü ist. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, also falls hier der Kanalname länger ist, dann sieht man, dann ist eben nicht der gesamte Name dargestellt, aber das Ende des Kanals wird dann immer noch dargestellt. Ich habe jetzt Ich keinen langen glaube, Kanalnamen. es bezieht sich durchaus auch auf die Kanalnamen in den Displays, also im Recorderinstrument oder so Ah, zum Beispiel. okay. Im Recorder. Ja, ich denke, das hängt immer wahrscheinlich so ein bisschen von der Auflösung des Bildschirms und so weiter ab. Irgendwann sind da halt Grenzen gesetzt. Also wir könnten schon mal den Test machen, einfach mal irgendeinen langen Kanalnamen zu vergeben und das mal anzuzeigen. Das kann man sicher machen, aber irgendwann ist der Genau. Bildschirm halt einfach voll. Genau, aber die kompakte Anzeige, ich bin mir noch nicht sicher, was mit der kompakten Anzeige gemeint ist. Ja, ansonsten können wir uns im Prinzip auch im Anschluss noch bei den Kunden nochmal direkt telefonisch melden und das noch im Gespräch dann auch klären. Das ist dann über Genau, das wäre vielleicht über das einfacher. Webinarformat wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu lösen, ne? Also wir melden uns im Anschluss nochmal und dann klären wir das auf jeden Fall noch. Genau. Und dann gibt es noch die weitere Frage nach einer Erweiterung der Einstellung für die Multidatei. Weiter einstellen für die Vielleicht, ich Multidatei. kenne jetzt nicht den Stand, den der Das Kunde kennt. Ich weiß nicht, bei welchem welches Release da bezogen ist. Aber vielleicht schauen wir uns einfach mal an, was es dort aktuell gibt. genau, also für die Multifile-Aufzeichnung. Da gibt es eben verschiedene, also drei verschiedene Möglichkeiten. Eben Split by Duration, also jede
10 Sekunden, Minuten, Stunden oder Tage kann eben eine neue Datei abgespeichert werden. Dann gibt es das für die getriggerte Aufzeichnung, für bei jedem Trigger-Event zum Beispiel wird eine neue Datei abgespeichert oder bei jedem fünften Trigger-Event zum Beispiel. Das ist eben beim letzten Release oder beim vorletzten, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, dazu gekommen, dass man mit der absoluten Zeit auch neue Dateien abspeichern kann. Zum Beispiel wählt man hier einfach ein Startdatum. Heute um 15 Uhr zum Beispiel. Und fängt es an und dann wird zum Beispiel jede Stunde ein neues Datenfile abgespeichert. Also das ist beim letzten Release dazu gekommen. Vielleicht ist das noch nicht bekannt gewesen. Und dann gibt es hier auch noch eine verschiedene Auswahl an Dateinamen, wie das Datenfile dann abgespeichert werden kann. Also je nach Messzeit oder Aufzeichnungsstart. Genau, also das in einem Extended oder in einem kompakteren Format, damit es etwas kürzer ist. Also das muss man dann einfach ausprobieren, was für einen vielleicht am besten passt. Genau. Okay, ja, vielen Dank. Der Kunde schreibt gerade noch zum Beispiel Zeitstempel und Nummerierung. Ich glaube, das ist so ein bisschen vermischtes Thema. Zum einen Multifile und zum anderen die Dateinamenbenennung. Aber auch bei der Benennung hat sich eben entsprechend was getan, dass man den Dateinamen ein bisschen flexibler konfigurieren kann. Nummerierung ist, glaube ich, jetzt so direkt noch nicht möglich. Es ist halt immer der Zeitstempel. Genau, Aber da das können wir wurde sicherlich mal aber auch, differenzieren. also die Anforderung habe ich auch schon mal gehört, also ist auch im Moment im Gespräch. Also nicht fixiert, kann ich noch nicht versprechen, aber das mit der Nummerierung der Dateien, je nach Abspeichern, das wurde bereits erwähnt und ist bereits in der R&D angekommen. So Okay, viel ne, dann kann kann ich man schon sie mal auf jeden Fall nochmal sagen. notieren, weil jede Frage danach erhöht die Wahrscheinlichkeit. Genau, das stimmt. Okay, also das haben wir notiert. Schauen wir uns dann entsprechend an. Okay, wenn ich das richtig sehe, sind jetzt keine Fragen für den Moment weiter offen. Bis auf die Sache mit den Kanalnamenlängen, aber klären wir dann im Anschluss telefonisch. Genau. Ja, vielleicht gibst du uns noch einen kurzen Ausblick, was wir denn im nächsten Release so erwarten können. Also wir machen ja weiter, wir planen und tun und arbeiten und das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Genau, also ein großes Feature, was für das nächste Release, also mit Oxygen 5.4, dann Ende Dezember geplant ist, ist Offline Power. Also Offline Power kann dann auch offline berechnet werden und nicht nur online, wie es jetzt im Moment ist. Zudem kommt neben Aring auch Milchstandard 1553 dazu als Decoder-Plugin. Vielleicht für deutsche Kunden jetzt auch nicht sehr interessant, aber wie der Aring-Kurs halt für den Militärbereich. Dann gibt es für das FFT-Instrument auch noch weitere Verbesserungen. Und zwar ist ein Harmonic Cursor geplant, wobei man eben eine harmonische auswählen kann und dann werden die, glaube ich, neun nächsten Harmonischen automatisch markiert im Instrument. Und bei der X-Achse kann dann anstatt Hertz auch CPM ausgewählt werden, also Cycles per Minute. Zudem gibt es dann auch oder wird es dann auch einen nicht transparenten Hintergrund für die Instrumente geben. Also im Moment überlappen die sich, wie man hier sieht, und es überlappt sich eben das Geschriebene und die Schrift. Und fürs nächste Release ist dann auch geplant, dass es für die Instrumente einen farblichen Hintergrund gibt, wobei sich das eben dann auch überlappt, aber es hat halt keinen transparenten Hintergrund mehr. Genau. Und am Oxygen SDK, also Plugin-Interface, wird auch ständig weitergearbeitet. So viel als Ausblick. Okay, vielen Dank. Oxygen SDK ist vielleicht noch ein schönes Stichwort, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen. Wer das nicht kennt, wir haben es über GitHub veröffentlicht. Das ist im Prinzip eine lizenzfreie Möglichkeit, die Oxygen selbst mit Plugins zu erweitern. Also da sind Sie herzlich eingeladen, auch selbst sozusagen den Funktionsumfang, vor allem dann, wenn es eben sehr spezifisch wird, ja, der Oxygen entsprechend zu erweitern. Das Ganze ist auf GitHub veröffentlicht. Entweder suchen Sie danach oder ansonsten schreiben Sie uns gern, dann können wir auch den Link gerne mal verschicken. Das ist überhaupt kein Problem.
Okay, Fragen sind keine mehr offen. Wir sind im Prinzip auch durch mit unserem Text, mit dem, was wir hier mitteilen wollten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, sollten im Anschluss noch Fragen sein, gern sich einfach bei uns oder bei Ihrem entsprechenden Dem- oder Ansprechpartner melden. Und dann klären wir natürlich alles weitere. Dann ja, an Genau. der Stelle vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen noch. Danke, tschüss.